Willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3. Wir beginnen jetzt mit Episode 2, Captain Black, das Superhirn. Direkt beginnen, wir spielen immer noch mit Ruffy. Münzen, denke ich, können wir schon mal machen. Hier ballern wir die 10 Münzen rein, die wir haben. Buggy haben wir sogar ganze 14 gekriegt, sehr nice. Zorro haben wir auch schon voll. Machen wir auch. Ja, ich denke, so im Verlauf der Geschichte werden wir da schon die ganzen Münzen hier vollkriegen. Da mache ich mir jetzt definitiv keine Gedanken. Es kann natürlich sein, dass im späteren Verlauf gibt es dann mehr oder weniger... Oh, ah, nice, hat man eins schon fertig. Gibt es wahrscheinlich dann irgendwie... Oh, shit, was war das? Gibt es dann wahrscheinlich so legendäre Münzen, die man sammeln muss? Oder sowas in der Art? Also, das kann ich mir halt vorstellen. Oh, okay. Ah, man kann kombinieren. Also, verschiedenste verwenden. Ja, klingt doch gut. Ja, gut, Buggy brauche ich jetzt nicht fertig machen. Das war jetzt nur. Ne? Muss nicht sein. Okay, die verschiedensten Charaktere werden hier aufgeführt. Weil mich wundert, dass Ivankov schon drin ist und Tashigi und Law. Wahrscheinlich, weil ich Münzen für die habe. Das kann ich mir jetzt einziges erklären. Wir... Moment, geht Berry-Wachstum? Ah, nee, stimmt. Sorry, Berry-Wachstum funktioniert nicht. Und zwar geht es jetzt nur... Oh, sorry, gerade nochmal gegen das Mikrofon gehauen, Alter. Wie in der letzten Folge schon mal. Und zwar würde es funktionieren, wenn wir Zorro jetzt zum Beispiel hätten... Und Ruffy ist jetzt Level 7, sprich Ruffy ist so das Max-Level aktuell. Wir nehmen Zorro, können dann Zorro theoretisch, weil er Level 1 ist, da wir ihn noch nicht gespielt haben, auf Level 7 hochleveln. Deswegen funktioniert das jetzt nicht. Auf geht's. Kapitel 1, Episode 2, go go.波を航海士に迎えたルフィは本格的にグランドラインを目指すべくオレンジの町を後にした。航海の途上、新たな船と仲間を求めてルフィたちはシロップ村に上陸。そこで村の少年ウソップと出会う。ウソップは村一番の大ぼら吹きで村人をいつも騒がせていたが、両親を亡くした病弱な少女カヤをほらばらしで元気づける 心優しい少年でもあった。意気投合したルフィとウソップが村外れの海岸で話していると、偶然カヤの執事クラハドールが海賊らしき男と不穏な相談をしているのを目撃する。執事クラハドールの正体は元海賊であり、カヤの両親が彼女に残した財産を奪おうと企んでいたのである。 それで計画の準備はできているんだろうな。えらいことだ。えらいこと聞いちゃった。あの執事はキャプテンクロー。カヤの財産をずっと狙ってやがった。夜明けとともに村を襲い、村の民家も適度に襲い、悪魔で事故を装い、聞いた通りだウソップ君。君が何を聞こうとも 私の計画に影響はない。くそ、くそ、みんな大変だ。海賊が攻めてくるぞ。またか、あのホラ吹き坊主。今日という今日は許さんぞ。信じてくれよ。本当にみんな殺されちまうんだ。 Okay, die glauben ihm natürlich nicht, weil er die Lüge eigentlich immer erzählt, jeden Tag, dass Piraten kommen. でも事実は事実。海賊は本当に来ちゃうんでしょ。間違いなくやってくる。でもみんなは嘘だと思ってる。 俺はこの海岸で海賊どもをお迎え撃ち、
この一件を嘘にする。それが嘘つきとして俺の通すべき筋ってもんだ。こんなわけもわからねえうちにみんなを殺されてたまるか。とんだお人よしだぜ。よし、俺たちも加勢する。言っとくけど宝は全部、ね。Natürlich helfen wir ihm. Our Map sieht auch richtig nice aus. Holy shit. Wie viele Leute? Der Dorfbewohner. Okay. Wird schwierig. Das sieht schwierig aus. Schatzereignis. Wir können ja mal gucken. Bekämpfe mit Lysop. Setze Lysops Strategie um. Okay, Strategie kenne ich nicht. Aber bekämpfe, Fragezeichen, bla bla, mit Lysop. Wie das funktionieren soll? Weiß ich nicht. Ja, Fähigkeiten können wir jetzt auswählen. Stimmt, wir haben hier eine bekommen beim letzten Mal, und zwar Piratenallianz. Kisuna-Angriffe werden stärker. Wunderbar. Dann beginnen wir doch mal. Wenn Verbündete nur noch wenig Gesundheit haben, erscheint um sie ein grüner Kreis. Begib dich zu einem Verbündeten mit einem Kreis, um diesen zu retten, indem du seine Gesundheit auffüllst. Alles klar, wissen wir Bescheid. Go, go. Also wird schwierig, jetzt Lysops Ding durchzusetzen. Ah, nice, wir haben Lysop jetzt ausgewählt. Okay, das... Das Ereignis kann funktionieren. Okay, okay, okay. Easy. Während des Kampfes kannst du... Ah, jetzt wird's auch erklärt. Kannst du mit der Steuerungstaste oben unten zwischen Crewmitgliedern wechseln. Außerdem erscheint über einem Crewmitglied ein Allianz-Symbol, wenn es den Kisuna Rush aktiviert hat. Crewmitglieder in einer Allianz können einander im Kisuna Rush unterstützen. Bis zu 4 Mitglieder können teilnehmen. Verstärke deinen Kisuna Rush, indem du mit verschiedenen Crewmitgliedern eine Allianz bildest. Okay, aktuell haben wir ja Zorro und Lysop. Bei uns. Das heißt, wahrscheinlich mit beiden wird wohl getrenntermaßen der Rush aufgefüllt, tatsächlich. Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir den Rush auch mit beiden voll kriegen. So, das war jetzt Nummer 1 erledigt. Schnell auf die andere Seite rennen. Dort das gleiche anrichten. So, erledigt. Neuer ist erschienen, unten. Also ich bin aufgrund von Dynasty Warriors immer sehr, sehr Map-gesteuert, was das Spiel angeht. Also ich gehe jetzt nicht dahin, wo ich, wo die meisten Gegner sind oder sowas, sondern einfach, wo etwas auf der Map passiert. Und da laufe ich hin, auch wenn es nicht, vielleicht nicht, Quest relevant ist. Sehr gut, der ist erledigt. Zum Beispiel. Jetzt kommen 3 Bosse. Oder Piraten, sorry, sind ja keine Bosse, sind ja Piraten. Auf uns zu. Ja, Basis erscheint und noch ein Typ, Alter. Oh mein Gott. Richtig viel Hektik hier. So, wollen wir erstmal den erledigen, wenn ich schon da bin. Sehr gut, Lysop. Schnell hier raus. Da lang. Er hat eine Barrikade erstellt. Irgendwas mit einer Abkürzung. Verstehe ich nicht. Ah, er hat den in eine Sackgasse gestellt. Okay, nice. So, jetzt schnell rüber zum anderen Typen. Ja, ihr nehmt die Basen ein, alles klar. Hol ich mir gleich wieder, passt schon. So, komm her. Sehr gut.
sind soweit erledigt. Den Rest kann sonst wer übernehmen. Erstmal die Basis hier wieder. Ah, okay. Ah, Captain Black will persönlich ein bisschen Action. Ja, komm doch her. Wenn er sich traut, so alles kein Thema. Okay, der Typ ist auch richtig mad unterwegs. Oh, drei Territorien. Ich glaube erstmal hier lang. Um den zu erledigen, der hier rumrennt. Sehr gut. Den haben wir. Okay, noch eine Barrikade. Willst du mich trollen? Sind überall Barrikaden errichtet und ich kann nirgends durch, oder was? Ah, Leute. Ja, deshalb freut mich, dass du den Strategiepunkt erreicht hast. Erstmal das hier. Sehr gut, das gehört uns wieder. Da ist noch ein Kapitän. Sehr gut. Da kommt noch einer. Der hat mich ganz gut erwischt. Erledigt. Noch eine Barrikade. Nicht schlecht, Lysop. Warum du mir jeden Weg versperren willst. Ja, keine Sorge, ich werde schon meinen Weg finden. Wirklich jetzt die meisten Dinger tatsächlich zugemacht worden. Okay, wo ist dieser Pioniertyp? Ah. Er ist auf der Seite. Okay, okay. Holy shit, wie hätte ich den aufhalten sollen? Ja, okay, Job, Lysop. Ich denke, die erste Barrikade musste er wohl auch kaputt machen. Wehe, wenn nicht. Dann kotze ich richtig. So, den erledige ich jetzt schnell. Bevor er die nächste Barrikade noch futsch macht. Ich will ja dieses Schatzereignis auch noch mitnehmen. Oh shit, Alter. So, jetzt ein bisschen mit Zorro. Ja, ihr explodiert ganz schön hier. Oh, er ist erledigt. Ja, so schnell geht's halt auch. Jetzt noch schön die restlichen mit den Bomben erledigen. Aber doch noch was schief geht. Wollen wir ja nicht. Okay. Dann holen wir jetzt die Territorien. Fangen wir mit dem gerade an. So. Wollen wir den Rush benutzen, ich will die Ausrufezeichen noch sammeln. Die
brauchen wir ja auch noch alle. Schnell durchrennen. Desto mehr Ausrufezeichen bekommen wir auch. Und desto mehr Geld. Dürfen wir auch nicht vergessen. Geld, natürlich. Ah, schon eingenommen. Sehr nice. Schnell in die Mitte. Da rennt nämlich wieder ein Piratenkapitän rum. Ja, noch einer. Okay, okay, okay. Kein Thema. Regeln wir, bevor die Barrikade kaputt macht. So. Ja, den nächsten werde ich nicht kriegen anscheinend. Wie schnell auch immer ich hätte sein müssen. Jetzt muss ich erstmal hier rüber. Da kommt noch einer. Seien die Barrikaden haben ein richtig gutes Leben. Also mit Leben meine ich einfach eine gute Energieleiste. Schnell wieder zurück. Alter, ist es euer Ernst? So schnell kann ich doch nicht sein, Alter. Kommt einer nach dem anderen gerade. Ich glaube, die machen es auch mit Absicht. Ja, Leute. Danke. Den schnell aufhalten. Huha. Okay, ich glaube, ich muss mich um die Territorien kümmern, sonst klappt das alles nicht. Ja, da zum Beispiel, der hat die Barrikade erreicht, der eine. Ja. Hätte ich doch niemals schaffen können, Alter. Ja, bleiben noch zwei Barrikaden. Tatsächlich. Ich kümmere mich erstmal um das eine Territorium hier. Ich habe da jetzt keine Lust, noch mehr Barrikaden zu verlieren. So, Heldenpower, nice. Na komm, wenn wir es gleich mal benutzen hier, wenn wir schon dabei sind. So, Territorium eingenommen. Machen wir das nächste noch schnell. Das Territorium ist zu. Ah, geht doch. Sehr schön. Okay, das wird knapp. Der Black-Typ darf das Ding nicht erreichen. Ich hätte gerne das Territorium noch vorher. Das wäre jetzt eine tolle Aktion, was ich hier mache. Knapp wird es auch noch. Okay. Sehr gut. Hat funktioniert. Schnell auf Lusop wechseln. Captain Black, da ist er. So, schnell das hier noch machen. Mit Lusop zusammen. Und Zorro. Wow. Wir machen da richtig Action. So, ein bisschen erfolgreich. Das tut doch richtig weh, ey. So. Wie eine Zwischensequenz. お前が
ならば教えてやる。幾度となく視線を越えた。この構え、シャクシだ。シャクシを、シャクシ。キャプテンクロー。無駄だ。これは抜き足での無差別攻撃。とやさんね、本人も何切ってるか分かる。出てこい羊。お前は仲間を何だと。Ja, der Typ hat einfach keinen Respekt vor seiner eigenen Crew, ey. Und erledigt einfach jeden, der ihm im Weg steht. Kranker Typ auf jeden Fall. Aber der macht doch Action, sieht man auf der Map. So, den Pionier noch aufhalten. Sehr gut, letzter gemeinsamer Angriff. Sehr schön. Okay, wir müssen die anscheinend die ganzen Kapitäne erledigen. Okay, Lysop, das machen wir gleich zusammen. So, Lysop selbst geht schon gegen ihn. Ich versuche jetzt noch hier ein paar Kapitäne aufzuhalten. Die uns schaden wollen. Sehr geil. 1500 K.O.s schon. Boah, noch ein Kapitän. Alter, komm her. So, jetzt schnell in die Mitte. Wobei Lysop schon richtig deep unterwegs ist. Warum auch immer er da Action macht. Sehr gut. So, wir passen da auch jetzt schön auf, nicht getroffen zu werden. So, Lysop macht hier wieder Action. Wir helfen da unten kurz aus. Oh shit, wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich muss die Kapitäne auch alle erledigen. Okay. So, da ist irgendwie noch einer. Sehr gut. Und jetzt noch nach rechts rennen. Ist dann der letzte anscheinend. Zumindest sieht es so aus, wobei da ist noch einer oben. Oh Gott. Das wird doch zeitlich nicht hinhauen. Ich wusste nicht, dass es eine Zeitangabe gibt, ey. Fuck, das kotzt mich so an. Oder ich muss einfach nur Lysop verteidigen. Das sieht mir etwas plausibler aus aktuell. Das heißt noch 25 Sekunden. Ja, ich glaube Lysop verteidigen eher. Wenn die Gegner erledigen in der Zeit, ist eher unmöglich. So, Lysop. Ich hab dir geholfen, oder? Sieg die Feinde Lysop umzingeln, du hast ja gar nicht mehr so viele. Yes, Mission erfolgreich. Das war gut. So, da unten läuft aber noch einer lang. Ich weiß noch das hier. So. 面白いこと言いやがる。おめえみてえな臆病者に何ができる。今だ。小賢しい真似を。やったぞ。でも。わ、まあ。そこで倒れた方が安全だろうよ。立ち上がったところで、所詮俺たちにはかなわねえんだ。かなわなくったって、守るんだ。かやも、
村のみんなも。お前らを通すわけにはいかねえ。俺はいつも通り嘘をついただけなんだ。村ではいつも通りの一日が始まるだけなんだから。俺は勇敢な海の戦士になる男だ。村の者には。わお、das war eine schöne Attacke. Oh shit, bei Lysop. Dann... Wow. Wollen wir doch mal. Machen wir erstmal den hier. Und dann... Action! Oh shit. Sehr gut. Komm jetzt in deine dritte Form, wenn du Bock hast. Kacktyp. Wenn du meinst, dass dir das was bringt. So. Ah, sehr geil. Super Attacke. Den haben wir schön von den Socken gehauen. Sehr gut, komm. Hier, die Gum-Gum-Kanone nochmal in sein Gesicht und das sollte es gewesen sein. Tatsache. Nice. お前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。その後もの俺の計画は絶対に叶わない。Oh, eine richtig miese Kopfnuss. Sauber gemacht. 海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺は本気でいる海、海賊王になる男だ。すごい。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。キャラベル。うおー、ゴーイングメリー号か。いい船だな。わ、悪いな。おう。お前ら見てたらよ、やっと決心がついた。俺はこの村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ、早く乗れよ。え、俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうな。バカ言え、俺がキャプテンだ。Oh man. Ja, schon ein lustiger Haufen bis jetzt. Gut, jetzt haben wir schon 4 Leute in der Crew. やったな。Ah, besiegte Gegner nur A. Shit, okay. Krass, für so eine Mission hätte ich mehr töten müssen. Alles klar. Nein, nicht allzu schlimm. So, 3000 Punkte.
Schön. Noch Level 9 erreicht. Schon wieder nur 4. Ich glaube, das ist mit Absicht, dass man nicht mehr bekommt. Wahrscheinlich muss man es öfter durchspielen. Spielen, die Mission, sorry. Ja, ist ja nicht schlimm. Okay, was auch immer das macht. Crew Level, okay. So, ein paar Münzen. Nein, möchte ich nicht. Mache ich selbst. Die Leiste für Spezialangriffe füllt sich von selbst. Cool. Und noch mehr Cash. Sehr geil. Was haben wir als nächstes? Aha. Episode 3, der Pate. Geht jetzt beim nächsten Mal geben? Alter, wir haben da nicht mal ein Spezialereignis hingekriegt. Was soll der Scheiß? Mann, da schreckt man sich schon an. Okay, ab sofort gucke ich mir die Spezialereignisse einfach nicht mehr an. Einfach um nichts falsch zu machen oder vorzugreifen. So. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!